herzlich willkommen zum Videogottesdienst im Kirchraum Ingolstadt. Heute hier aus der Kreuzkirche in Pfaffenhofen. Mein Name ist George Banos und ich werde zusammen mit Sebastian und Benedikt Schäfer, die die Musik machen und sich um die Aufnahme kümmern, diesen Gottesdienst mit Ihnen feiern. Mit Ihnen feiern? Die Kirche ist leer. So ein Videogottesdienst, ja, der ist anders. Aber es gibt auch ganz neue Chancen. Welche? Warten Sie es ab. Aber gerade an diesem Sonntag, dem Dreieinigkeitssonntag Trinitatis genannt, vergessen wir nicht, in wessen Namen wir zusammenkommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bevor wir einen meiner Lieblingschoräle miteinander anstimmen, bitten wir gemeinsam um Gottes Gegenwart in unserem Leben, wo auch immer Sie jetzt gerade sind. Gott, du zeigst dich uns immer wieder, Schöpfer der Welt, Grund von allem, was wir haben, Gott Vater, du begegnest uns immer wieder im liebevollen Miteinander, wenn wir einander vergeben, wenn wir die Hoffnung auch in schweren Zeiten nicht verlieren, Gott Sohn, Jesus Christus. Du spendest uns Leben, begeisterst uns, ziehst uns hoch, dass wir voller Zuversicht durchs Leben gehen können, Gott Heiliger Geist. Lass du uns nicht los, dreieiniger Gott. Amen. Im Video ist das möglich. Tun wir, was wir da singen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Nur, wenn ich mich aufmache, nur dann kann ich auch was finden. Ich nehme Sie mit auf den Weg. Den Talar, den lasse ich jetzt hier. Er eignet sich wenig als Reisekleidung. Sie sind dabei. Es freut mich, dass Sie mir hierher gefolgt sind, dass Sie mit mir ausgegangen sind. Der Hauptplatz von Pfaffenhofen, ja quasi die gute Stube der Stadt, mit Rathaus, mit Landratsamt, mit Stadtpfarrkirche, mit schönen Geschäften und eben auch ja, mit Restaurants und Cafés. Zweimal in der Woche findet hier hinter mir der große Wochenmarkt statt. Ja, hier geht es mir gut. Hier treffe ich Menschen und kann auch mal schnell einen Kaffee genießen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Ja, ich bin nicht nur körperlich nach draußen gegangen, sondern ich genieße mit allen Sinnen und nicht zuletzt mit dem Herzen, einfach mit einem guten Gefühl. Das Lied »Geh aus, mein Herz« hat der Dichter und Pfarrer Paul Gerhardt geschrieben. 1666 werden die 15 Strophen dieses Liedes veröffentlicht. Barocke Sprache ist das. Ja, da schwingt sich die Lerche in die Luft, wie heute die Drohne für diesen
Gottesdienst. Da wird die unverdrossene Bienenschar besungen, die ihre edle Honigspeise sucht, und der Weizen wächst mit Gewalt. Hier in der Holle Dau habe ich den Weizen auch schon mal in einem Freiluftgottesdienst singend durch den Hopfen ersetzt. So gehört sich das hier bei uns. In diesen Worten von Paul Gerhardt ist spürbar, dass ein Mensch, ja, dass einer, der den ganzen 30-jährigen Krieg durchgemacht hat, der unvorstellbare Gräuel gesehen hat und manche Epidemie und unsägliche persönliche Schicksalsschläge erlebt hat und überlebt hat, ja, dass der sich einfach freuen kann und seinem Schöpfer dankbar ist für das, was er hat. Darüber jauchzet jung und alt, so dichtet er. Beeindruckend. Und wunderbar, wunderbar, dass einer, der 28 Semester studiert hat, so lange habe ich nicht gebraucht. Dass einer, der so lange über den Büchern gesessen ist, noch mitten im Leben steht und Hoffnung verbreitet, Menschenherzen erfreut bis heute. So, ja, so muss Kirche sein. Anregend? Ja, anregend wie eine Tasse Kaffee. Doch ich will mich mit Ihnen noch weiter auf den Weg machen. Mein Herz zieht es noch woanders hin. Kommen Sie doch bitte mit. Pfaffenhofen an der Ilm. Auf die Insel, die Ilm mitten in der Stadt zwischen Hauptplatz und evangelischer Kirche umfließt, habe ich sie mitgenommen. Zum einen, weil sie ein wunderschönes Fleckchen Erde ist. Zum anderen, ja, weil ich der Überzeugung bin, dass Menschen, Sie und ich, ja, Inseln, Rückzugsorte brauchen. Plätze, an denen, ja, ich mich einfach mal ausklinken kann. Aus dem Alltag meinen Gedanken Raum geben kann oder, ja, was auch immer. Hier kann ich meine Sorgen fallen lassen. Hier kann ich Gott finden. In der Natur, ja, viele sagen mir, dass sie besonders in der Natur ihrem Schöpfer begegnen. So wird es mir zumindest immer wieder versichert, meist als Entschuldigung dafür, dass wir uns in der Kirche wieder mal am Sonntagmorgen nicht gesehen haben. Ja, dass das Erdreich seinen Staub immer noch und immer wieder, trotz uns Menschen, mit einem grünen Kleide bedeckt, wahrlich, wahrlich ein Wunder. Aber so eine Insel ist noch mehr als Naturerleben. Ich kann meinen Gedanken nachhängen, ich kann das ablegen, was mich belastet, überlegen, was schiefgegangen ist in den letzten Tagen und Wochen. Ja, da gibt es wohl wieder einiges, wo ich um Verzeihung bitten muss. Meinem Gott, tja, aber mir fallen auch noch einige Menschen ein, denen ich nicht gerecht geworden bin. Aber vor allem kann ich auch auf das schauen, was gelungen ist. Ja, da gab es immer wieder wunderbare Begegnungen. Wunderbare Begegnungen mit wirklich tollen Menschen. Die Masken, die Lehren, auf die Ferne schon in die Augen zu schauen, dem und der anderen. Und ich spüre trotz aller Sorgen und bei allen Protesten unserer Tage und auch wenn ich beim Verhalten mancher Menschen verzweifeln könnte, oh ja, wahrlich, hier in dieser Stadt, da weht ein guter Geist. Da gibt es einen starken Willen, trotz allen Widrigkeiten das Miteinander in unserer Gesellschaft so zu gestalten, dass es für möglichst viele gut wird. Da leben Menschen so, als ob sie vorher mit Paul Gerhardts Worten
zu Gott gebetet hätten. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzeln treiben. Ja, so ein Mensch möchte ich sein, mit festen Wurzeln und einem weiten Blick fürs Leben. Und damit ich dafür die Kraft und die Erdung finde, ja, dafür ist so ein Inselmoment gut. Doch ziehen wir noch einmal weiter. Kommen Sie doch noch einmal mit mir zurück in die Kirche. Der Kreis schließt sich. Hier in der Kirche haben wir begonnen und hier schließen wir auch wieder ab. Gottesdienst auf dem Weg, mitten in der Stadt, auf der Insel und hier in der Kirche. Ich hätte Sie noch mitnehmen können auf meinen Lieblingsspazierweg, in meinen Garten, an meinen Schreibtisch, in meine liebste Wirtschaft, in die Hopfengärten hier in der Region, zu einem Wegkreuz, in unser Gemeindezentrum hier in Pfaffenhofen. Ja, Pfaffenhofen und gewiss auch ihr und dein Wohnort haben ganz, ganz viele Orte, wo es sich lohnt, auszuziehen, sich Gott zu nähern. Eine Kirche, diese Kirche hier aber ist da noch einmal ein ganz besonderer Ort. Ein Ruheort, ein Festort. Vielen Menschen ist sie Heimat. Eine Kirche ist ein Ort, der nur dafür da ist, Gottes Gegenwart zu erfahren. Sie ist ein Ort, an dem sich Gemeinde versammelt. Dafür wurde sie gebaut. Ich freue mich, dass Sie heute mit Gottesdienst gefeiert haben, dass du dabei warst. Aber bevor wir uns unter Gottes Segen stellen, beten wir noch einmal miteinander. Gott, lass uns mit offenen Augen durchs Leben gehen. Lass Spuren deiner Liebe entdecken in deiner Schöpfung. Gib uns die Weisheit und die Entschlossenheit, sie zu halten. Für uns, unsere Kinder und Kindeskinder. Du Gott, Vater, Schöpfer der Welt. In unserem Nächsten lass uns dich entdecken. Lass uns aufeinander zugehen, einander zuhören, verständig und auch widerständig, mutig und doch voller Respekt. Niemals verstockt und unbelehrbar. Lass uns Gott Sohn einander so begegnen, wie du uns begegnet bist. In unserem Miteinander begegne du uns, Gott. Lass uns deinen Geist erfahren. Lass uns erfahren, dass wir durch dich begeistert werden und miteinander so das Leben bewältigen. Ja, guter Gott, begleite uns, du, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Und alle unsere Bitten fassen wir zusammen in dem einen Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Sie in diesem Gottesdienst ein biblisches Wort vermisst haben, in Paul Gerhards Geh aus mein Herz, da sind mehr biblische Motive eingebunden, als Sie auf die Schnelle entdecken konnten. Wenn Sie sich auf die Suche machen wollen, lesen Sie den Text im Internet oder in Ihrem evangelischen Gesangbuch unter Nummer 503 nach. Und ich schließe diesen Gottesdienst mit dem Wort, das heute für die Predigt vorgesehen gewesen wäre. Ein Wort, das sich in manchem selbst erklärt und doch gleichzeitig auch immer wieder Geheimnis bleibt, so wie unser Glaube.
Lass dich mit den Worten, die schon Aaron als Geleitwort für das Volk Israel aufgetragen wurden, unter Gottes Segen und Schutz stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.